drink. I take a chocolate drink. And when I have to pee, I use the kitchen sink. Also, sichern Sie Ihre Häuser rechtzeitig, denn bereits am Freitag ist mit Hochwasser zu rechnen. Die Kriminalpolizei hat bekannt gegeben, dass es sich bei den vergangenen Mordfällen in St. Pölten möglicherweise um denselben Täter handelt. Seine Identität ist jedoch noch unbekannt. Die ausschlaggebenden Hinweise brachten die Auswertungen der Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts. In den Aufnahmen ist zu erkennen, dass der mutmaßliche Mörder eine Maske ähnlich einer venezianischen Festmaske trägt.